Ich war jahrelang hauptamtlicher Flüchtlingsbetreuer in der Kirche. Und ich hatte zudem die Aufgabe, die Ehrenamtlichen in ihrer Arbeit als hauptamtliche Kraft zu unterstützen. Ja, ich habe meinen Job verloren, weil ich in der Arbeit Unstimmigkeiten bemerkt habe und sie angesprochen hatte. Ich habe zum Beispiel Gewalt im Kirchenasyl mitbekommen und auch Vertuschungsversuche hinsichtlich dieser Sachen. Und ich habe gesagt, das darf nicht sein. Das ist genau das, was als Kritik kommt, was man nicht so stehen lassen kann, wenn man ernsthaft Leute noch schützen möchte und glaubwürdig sein möchte. Ich habe mitbekommen, wie in kirchlichen Kreisen eine unheimliche Nähe zur gewaltbereiten linksextremen Szene gemacht worden sind, gehalten ist, weil die Demonstrationen organisieren. Da geht es zum Beispiel darum, in Hamburg gibt es die Interventionistische Linke, das sind die Damen und Herren, die bei G20 die Stadt in Schutt und Asche gelegt haben, unter anderem. Und von denen macht man einfach mal eine Demo mit. In meiner Arbeit als hauptamtlicher Flüchtlingsbetreuer hatte ich auch die Rolle als Streitschlichter, als Krisenbeauftragter. Und ich habe dadurch mitgekriegt, wie gewaltbereit, wie frauenfeindlich viele gerade aus den muslimischen Kreisen sind. Erhebliche Arroganz herrscht, Frauenfeindlichkeit und eine Gewaltbereitschaft, also die sich echt gewaschen hat. Ich wurde letztens von einem Afghaner am Bahnhof bedroht. Bedroht? Was ist da passiert? Ja, ich traf eine junge Dame wieder aus einer Familie, die ich betreut hatte, auch intensiver betreut, wo es auch familiäre Gewalt gab. Und aus der ganzen Familie ist sie die Einzige, die gut Deutsch spricht, die macht eine Ausbildung, die hat ihr Kopftuch abgenommen. Ich habe sie am Bahnhof wieder getroffen. Ich war selbst gerade auf dem Weg zum Bewerbungsgespräch. Also das Musterbeispiel eigentlich, das, was wir uns eigentlich wünschen, dass Integration, die kommt hier zurecht, die ist hier angekommen, sie wird schaffen, ne? Genau, ja. Genau. Wo auch die Ehrenamtlichen, die auch mit betreut haben, auch immer gesagt haben, die ist so fit, die ist so intelligent und es löst sich genau so ein, wie die das auch eingeschätzt haben. Sau cool, wo ich sage, tschakka, gute Arbeit. Ja. Da mache ich meine Arbeit, weiß ich, da habe ich was richtig gemacht und zusammen mit den Ehrenamtlichen natürlich. Und was ist dann passiert auf dem Bahnhof? Ich war gerade auf dem Weg zum Bewerbungsgespräch, am Anzug, hatte mein Fahrrad dabei, hatte meine Geige auf dem Rücken, weil ich noch Musik machen wollte und traf Sunita. Ich fragte sie, wo sie gerade hinfährt. Ich mache Ausbildung in Kiel. Und sie hat ihr Kopftuch abgenommen. Ich habe gesagt, klasse, dass du das machst. Denn das sind westliche Werte. Und außerdem haben es viele Arbeitgeber einfach lieber. Und so wie ich das gesagt hatte, ging mich ein besagter Afghane an. Von der Seite schrie mich an, was fiele mir denn ein, ihr zu sagen. Er meinte, komm, wir gehen um die Ecke. Ich konnte mich kaum bewegen, weil ich mein Gepäckstück hatte, meine Geige, die ist was wert. Dann meinte er, ich ficke dich, ich ficke deine ganze Stadt, ich weiß, wo du wohnst. Trat nach mir, versuchte mich am Schlawittchen zu kriegen. Er warf dann Müll nach mir. Dann schaffte ich es langsam. Ich stand auf dem Bahnsteig, da waren viele Leute. Ich schaffte es ungefähr, mich und meine Hab und Gut aus der Schussbahn zu bringen. Hab mich hinter Menschen versteckt. Und ja, dann schrie er mich an, er findet mich. Er hat dann auch noch die junge Frau genötigt und rund gemacht. Und er hat dadurch einfach dokumentiert, dass er nicht integrationsbereit ist, dass er ein sehr scharia-getreues Weltbild hat, ein frauenverachtendes Weltbild und jegliche westlichen Werte ablehnt. Er hat sie angebrüllt, was dann auf Persisch war, aber laut und aggressiv, so dass ich auch ahnen konnte, was es heißt. Er hat gesagt, ich weiß, wo du wohnst. Und da hatte ich Angst. Ja, dann habe ich den Vorfall der Polizei gemeldet und hatte dann ein paar Wochen später die Vernehmung. Ich konnte ihn tatsächlich, er war Polizei bekannt, es gab ein einschlägiges Foto von ihm. Und die Polizeibeamtin, die mich vernahmen, hat er dann auch durchscheinen lassen, dass er halt schon aufgefallen ist. Und ich konnte ihn halt auch erkennen, wiedererkennen. Er hatte nämlich so auffällige Ohrlöcher. Sie nannte das Mädchenohrringe. Es war ganz auffällig.
Und ich konnte mir ganz sicher sein, weil ich ihn nämlich, ironisch wie das Leben ist, am Abend des Tages, wo ich vernommen worden bin, den Mann wieder traf. Ich traf ihn im Zug. Er meinte, ich hätte ihn am Bahnsteig fotografiert und bedrängte mich dann und nötigte mich, mein Telefon rauszugeben. Rechtzeitig kam allerdings die Schaffnerin dazwischen und hatte ihn dann erstmal beiseite gedrängt, hatte mich dann gefragt, ob das denn stimme, ob sie mal reingucken dürfe in das Telefon. Ich kannte die Schaffnerin auch, ein Vertraute der Frau. Hab ihr es gezeigt? Natürlich nicht, warum sollte ich? Ja, und dann fragte sie, warum denn so, was dann los sei. Und dann meinte dieser Herr, ich habe seine Religion beleidigt. Damit zeigt er, dass er eben der Scharia getreu handelt, dass er zum Beispiel für Frauen nötig hält, dass sie ihr Kopftuch tragen, dass das eben so gottgefällig, göttliches Recht ist und in seinem Weltbild ist das stimmig und alles andere weicht davon ab. Und Menschen darin zu bestärken, davon abzuweichen, ist halt Beleidigung des Islams. Also ich komme aus der Männerszene und bin selber stark mit anderen Männern organisiert, die halt ihr Rollenbild, ihr Rollenverständnis ja, aktualisieren wollen, die sich weiterentwickeln wollen. Und ich stelle immer wieder fest, mittlerweile, wie unterschiedlich zum Beispiel das orientalische Männerbild ist und wie einerseits verkümmert das westliche ist oder wie progressiv Männer sein können in Europa, in der westlichen Welt. Und stelle fest, dass eben sowas wie, ich möchte in vielen Punkten Feministinnen widersprechen, aber gerade weil ich mich mit dem Thema Islam und tribaler Strukturen auseinandersetze, stelle ich immer wieder fest, dass ich ganz elementare Punkte, sowas wie Gleichberechtigung, sowas wie Selbstbestimmtheit im finanziellen Umgang und so weiter, dass sowas für mich sowas von selbstverständlich ist, dass ich da nicht im Schlaf drauf käme, es in Frage zu stellen. So, also für mich sind solche Sachen wie unsere westlichen Werte, müssen wir heute wieder verteidigen. Also ich hatte jetzt vor einigen Wochen noch eine Vernehmung anberaumt durch die Landeskriminalpolizei in Schleswig-Holstein, also aus Kiel. Just an meinem Geburtstag erhielt ich einen Anruf von einer sehr freundlichen Kommissarin, die zu mir meinte, sie könne die Fragen auch telefonisch klären. Soweit, so gut. Sie fragte mich die paar Dinge, die sie noch wissen wollte. Und dann fragte ich, wie ich mich gegen den Täter schützen kann, also wie ich ein Annäherungsverbot zum Beispiel erwirken kann. Sie erklärte mir dann halt, wie das geht. Und sie meinte dann, der Aktionsradius des Herrn ist gerade eher eingeschränkt. Mit einem leichten, verschmitzten Tonfall, Nachtigalle könnt ihr trapsen, ich habe innerlich gehüpft. Es muss wohl geheißen haben, Mokhtar Mavi sitzt im Kittchen. Das heißt, der kann mir im Moment nicht gefährlich werden. Und ich habe das gedacht so, yes, geil. Endlich mal was in die richtige Richtung. Und dann tatsächlich, also, und das just an meinem Geburtstag, also es war mein Geburtstagsgeschenk. Ein paar Tage später bekam ich dann Post vom Gericht und die Staatsanwältin Frau Birnstingel schrieb, dass der besagte Herr Mousavi in der im Prozess noch einige andere Sachen anhängig hat, die wesentlich schwerere Strafen nach sich ziehen würden und sie deswegen beabsichtige, mein Verfahren einzustellen. Und das finde ich halt so krass, weil das ist mal wieder so eine Geschichte, die ich halt auch aus der Arbeit mit Migranten kenne. Es kommt immer mal wieder vor und das ausgerechnet so und jetzt. Vor allem, wenn ich bedenke, dass, was er mir angetan hat, wie er mich bedroht hat, also wo dann auch wirklich durch die schwerere Straftaten mit schwereren Strafen mal flockig war, eben zu erkennen, das ist ein Intensivtäter und das ist nicht der erste, den ich jetzt kennengelernt habe. Der Unterschied zu meinem letzten Intensivtäter war,
der hat mich jetzt privat bedroht. Das war jetzt nicht im beruflichen Kontext, sondern das war auf offener Straße, privat. Und so wird er auch einige andere bedroht haben. Und ich möchte gar nicht wissen, was denn schlimmer ist, als was er mir hätte tun können. Und da habe ich dann sofort Widerspruch eingelegt und gesagt, im Namen des Volkes Recht zu sprechen, heißt auch, in meinem Namen Recht zu sprechen. Also ich habe so einen Hals gehabt da an dem Tag, weil ich dachte, das kann doch nicht sein. Wie kann es sein, dass es nicht schlimm genug ist, bedroht zu werden, um dann zu erfahren, ja, der Staat schützt mich nicht. Was soll ich denn machen? Soll ich hier Selbstjustiz anwenden? Ich stehe hinterm Rechtsstaat. Und vor allem, er hat ja auch wörtlich gesagt, ich finde dich, ich weiß, wo du wohnst. Also, wenn der Typ dann irgendwann mal vor meiner Haustür steht, falls er dann wieder aus seiner Haft raus ist, das ist ja durchaus anzunehmen, wenn das so weitergeht, ja, dann weiß ich nicht, dann habe ich Angst. Denn ich bin friedfertig. Naja, was ich mich halt frage ist, wie kann es sein, bin ich etwa kein Opfer? Bin ich etwa nicht bedroht worden? Also mit welchem Recht kann der Rechtsstaat einfach manche Sachen unter den Tisch fallen lassen? Oder versucht man damit etwa die Kriminalstatistik zu beschönigen? Denn dann brauche ich mich nicht wundern, dass die Straftaten immer weniger werden, wenn die Gerichte so agieren. Dann ist ja klar. Irgendwie symptomatisch für die Lage, oder? Zur Lage der Nation. Scheiße.